Hallo und herzlich willkommen hier bei LSU TV. Wir haben Dienstag den Release Day des LS17. Zumindest sollte jeder von euch jetzt die Möglichkeit haben, den LS17 sich bei Mediamarkt, Saturn oder wie sie auch alle heißen zu holen. Oder euer Amazon Postbote kommt heute mit dem LS17 zu euch. Ja. Ich habe ja gesagt, ich mache zum Release erstmal hier ja jeden Tag LS17 Let's Plays. Damit fangen wir jetzt natürlich auch an. Und ich habe hier die Helfer erstmal losgeschickt. Ich habe mich hier für die Gold Crest Valley entschieden, weil die einfach schöner ist als die Sosnowska. Und habe auf meinem eigenen Spielstand natürlich schon jede Menge runtergekloppt. Und bin da auch schon recht weit. Wir wollen hier natürlich jetzt auch versuchen, recht weit zu kommen und viel Geld zu verdienen, dass wir uns größere Maschinen kaufen können und Felder. Ich denke mal, so die drei Felder reichen erstmal. Vielleicht holen wir hier rechts das noch. Und was ganz praktisch ist, habe ich festgestellt, ist, dass man sich am Anfang zumindest erstmal Kühe holt, um A, Güllemist zu bekommen und B, durch den Verkauf der Milch kann man dann so seine täglichen Kosten decken, ne? Helfer, Unterhaltskosten für Maschinen, Wartungskosten und sowas. Das ist ja alles nicht ohne. Mal ein bisschen Gas geben, nehmen wir keine Zeit. Los. Also dieser alte IRC hier, der ist echt schick. Der brüllt so richtig schön, ne? Stücken zurück, abladen mit wie war das? Auch hier diesen DB8, ich finde den richtig geil, den Hänger, den werde ich auch immer mal einen bei mir auf dem Hof stehen lassen. Ich hole mir, glaube ich, demnächst auch noch einen zweiten dazu. Weil ich finde die einfach schick. Ich persönlich mag Drehschemel. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber das könnt ihr ja für euch entscheiden, wie ihr Lust habt, ne? So. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch einen Kredit aufnehmen, um mir ein
bisschen was an Gerätschaften zu holen und so, weil wir brauchen auf jeden Fall für die Kühe brauchen wir Mähwerk und Ladewagen und den Wassertank, der ist auch nicht so teuer, damit die Kühe schon mal ein bisschen was zu fressen haben. Und später kommt dann halt dabei hier Fullermischwagen, Schwaler und so was alles, ne? Ein bisschen was lasse ich mir in den Silos drin, weil die Schweine ja auch was brauchen, wenn ich sie dann später irgendwann mal habe. Aber jetzt haben wir halt erstmal hier alles leer. Achso, ich hatte gar nicht geguckt, wie weit ist denn der Helfer? Der Kollege, der hat ja gar keinen Anhänger. Nachher steht er hier sinnlos rum. Dann werde ich mal abtanken. Auch hier mit den Reifenspuren, das ist einfach genial gemacht. Die bleiben auch richtig lange. Eine Spritze muss ich mir noch holen zum Düngen erstmal. Ich habe erstmal nur eine Düngestufe. Aber wenn wir ein bisschen was hier größere Maschinen haben, dann holen wir uns dann, also stelle ich um auf 3 Düngestufen. Weil mit dem kleinen Grubber zu grubbern, das macht nicht wirklich Spaß. So, die Kamera, die muss ich mir auch noch umstellen. Das mag das nicht so, dass die da hängen bleibt. Wie ihr seht, ich fahre mit Lenkrad auch. Ich habe das G27 und das war überhaupt kein Problem, dieses Lenkrad hier einzustellen. Blimpf, wunderbar. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Natürlich läuft auch das LS-Lenkrad. Ist auch logisch. Weil Lenkräder sind ein stinknormales USB-Eingabegerät. Läuft bei jeder LS-Version und braucht ihr nichts groß machen, Treiber installieren, falls ihr es noch nicht habt und fertig. Wir haben hier natürlich schönes Wetter im Gold Crest Valley. Strahlender Sonnenschein, so wie sich das gehört. So. Wie weit ist er denn? Ja, schon am Blinken, ne? Muss ich den Kollegen ja gleich mal abtanken, wenn hier gibt. Gewendet hat. Wir wollen ja nicht, dass er hier zum Stehen kommt, ne?
Und was ich auf jeden Fall noch brauche, ist das Ladewagen. Weil wir wollen hier nichts verschenken. Kann ich das Stroh bei den Tieren einstreuen? Und B, kann ich das dann auch verkaufen? Gibt ja auch nochmal Geld. Ja, also verschenkt wird hier nichts. Jo, wissen wir. Was auch genial ist, das will ich euch mal eben noch zeigen. Endplan schließen ist klar, logisch. Aber wir haben auch hier mit U, könnt ihr die Auskippseite ändern. Einmal hinten. Links, rechts und selbst hier diesen Kornschieber. So, das müssen wir eben ran hier. Einmal auskippen, bitte. Ist das nicht genial? Ich finde das total geil. So, das wäre geschafft. Ja, Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, für dieses erste LS17 Singleplayer Let's Play von mir. Jeden Tag gibt es jetzt ein Let's Play LS17. Wenn ihr irgendwie Wünsche habt, Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendwelche Anmerkungen, schreibt es in die Kommentare. Was sollen wir machen? Was wollt ihr gerne sehen? Auch könnt ihr gerne Fragen an uns stellen, auf Facebook oder hier auf YouTube. Ich versuche sie schnellstmöglichst zu beantworten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, schreibt was in die Kommentare rein, lasst einen Daumen hoch da. Bis morgen zum nächsten LS17 Video. In dem Sinne, ciao, bis dahin, euer Joshua.